Ja, moin Jule. Ihr habt jetzt zuletzt in den letzten beiden Spielen 4 Punkte geholt, habt kein Gegentor dabei bekommen, aber auch nur eins erzielt. Wie lautet so dein Fazit aus den letzten beiden Begegnungen? Ja, ich glaube, nach der deutlichen Niederlage zuletzt, beziehungsweise vor 3 Spielen, ja, war der Fokus erstmal darauf gerichtet, dass wir da auch wieder zeigen können, dass wir ja, auch Spiele spielen können, ohne dass wir ein Gegentor bekommen. Und ja, ich glaube, das haben wir dann in den letzten beiden Spielen gezeigt. Klar hätten wir nach vorne uns gewünscht, dass wir uns da ja, deutlich mehr Torchancen rausspielen können. Und ja, aber das würde ich so als Fazit sagen. Alles klar, für dich persönlich, nachdem du in der letzten Saison bis zum 16. Spieltag auf deinen 7. Einsatz warten musst, hast du in dieser Saison schon nach 7 Spieltagen 7 Einsätze. Hast du in diesem Jahr noch ein Stück weit mehr jetzt deine Rolle auch im Team gefunden? Ja, also wie gesagt, ich komme jetzt oder ich bin letztes Jahr gekommen, neu zum Verein und klar muss man sich dann auch erstmal ein bisschen adaptieren, an alles gewöhnen, an die ganzen Umstände und an die ganzen Jungs, an das Trainerteam, an alles und ja, von daher glaube ich, habe ich das jetzt mittlerweile ganz gut gemacht und wieder gut im Saft drin, auch wenn ich die Vorbereitung, die diesjährige leider nicht ganz mitmachen konnte. Aufgrund einer kurzen Corona-Pause fühle ich mich trotzdem sehr gut, fühle mich fit und ja, wenn das der Fall ist, dann glaube ich, kann ich auch immer gut die Spiele gehen und ja, von daher so ist es immer positiv, wenn man so ein Gefühl hat, dass man fit ist. Das ist gut. Bevor wir jetzt gleich vorausschauen, noch einmal einen Blick zurück. Erinnerst du dich an das letzte Spiel im Holstein-Stadion, wo das Stadion ausverkauft war? Nee, aber kannst du es mir sagen? Genau, es war im April gegen den HSV, 1:0 Heimsieg. Du hast damals nicht gespielt, aber wie hast du das Spiel noch vom Spielfeldrand, von der Bank in Erinnerung? Ja, es war schon natürlich, dass Hamburg sehr, sehr dominant war und uns sehr, sehr ja, stark hinten reingedrückt hat. Ja, aber wir mit Mann und Maus verteidigt haben. Ja, ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass, glaube ich, die Innenverteidiger von Hamburg mehr Torschüsse hatten am Ende als deren Stürmer. Ja, aber es ist ja gut, dass es so rum war und nicht andersrum. Ich glaube, sonst wäre es schwieriger geworden. Aber ja, wie gesagt, wir haben, glaube ich, leidenschaftlich verteidigt mit Mann und Maus und von daher haben wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut, dass wir da die 3 Punkte hier halten konnten. Jetzt ist das Holstein-Stadion auch am Freitagabend wieder ausverkauft. Der HSV ist wieder zu Gast. Was würdest du unseren Fans noch vor dem Spiel mit auf den Weg geben, wenn sie am Freitagabend ins Stadion gehen? Ja, über Unterstützung würden wir uns natürlich sehr freuen, egal wie es gerade steht. Und ja, weil es auf jeden Fall uns Spieler auf dem Feld immer noch mal einen Extrakick geben kann. Und ja, da würden wir uns natürlich alle, glaube ich, da spreche ich für die ganze Mannschaft, sehr darüber freuen, wenn wir da die komplette Unterstützung bekommen würden. Ja, der HSV kommt jetzt mit etwas Rückenwind, hat zuletzt ganz gut gepunktet. Nun ist es so, dass sie bei allen 5 Saisonsiegen bisher ohne Gegentor geblieben sind. Sprich, müsst ihr also erstmal die in der Defensive knacken und irgendwie ein Tor erzielen, um so dann zu Punkten zu kommen? Ja, im Endeffekt wollen wir natürlich im Idealfall auch selber ohne Gegentor bleiben. Und ja, vorne wollen wir natürlich unsere Nadelstiche dann auch setzen, dass wir da auf jeden Fall auch zu Torchancen kommen. Ich glaube, ja, zu allzu viele Chancen werden sie wahrscheinlich oder lassen sie generell wahrscheinlich nicht zu. Klar, die eine oder andere schon, aber wie du schon sagtest, wenn sie gewinnen, dann auch gerne zu null. Und ja, im Endeffekt geht es darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner sowieso immer. Jetzt am Freitagabend genauso. Und ja, von daher wird es, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Du hast in deiner Profikarriere bislang gegen keinen Verein häufiger gespielt als gegen den HSV. In 10 Spielen stehen nur 2 Niederlagen, 5 Unentschieden und 3 Siege in der Bilanz. Was stimmt dich positiv, dass jetzt am Freitag auch der 4. Sieg dazu kommt? Ja, hoffe ich natürlich, dass wir jetzt gerade aus den letzten beiden Spielen, wo wir, wie du schon sagtest, kein Gegentor kassiert haben, dass wir da drauf aufbauen können. Plus, dass wir da nochmal irgendwie was Offensives nochmal draufsetzen können, nochmal eine Schippe draufsetzen können. Und ja, sollte das der Fall sein. Und klar wissen wir auch, dass wir an unsere Leistungsgrenze alle gehen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Aber wir haben die Woche gut genutzt und ja, sind da zuversichtlich, dass wir das schaffen. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Dankeschön.